Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir sind im PTR. Wir werden heute einmal so eine kleine Zusammenfassung, so einen kleinen Overview, eine Rundfahrt, eine Sightseeing-Tour machen durch Paragon 2.0 bzw. durch Season 6 DLC, nächstes Update von Diablo 4. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Es wird in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch Wochen, weil es so umfangreich ist, viele Videos geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da wird es bestimmt einiges zu berichten geben und einiges, worüber wir reden müssen. Fangen wir mal an. Paragon-Stufen sind jetzt ein separater Erfahrungsfortschritt, der von allen Charakteren geteilt wird. Charakterstufen-Update. Die Gesamterfahrung und Stufen über 50 Charaktere wurden in Paragon-Stufen umgewandelt. Feierlichkeitenbelohnungen, bitte nehmt die Feierlichkeitsbelohnungen für das Update an. Reward Name kann unter Screen eingefordert werden. Okay, euer Gesamtparagon-Stufe 201, 0 Hardcore. Warte, Schwierigkeit anpassen. Das wusste ich ja gar nicht. Ich habe gedacht, es gibt nur... Ich dachte die ganze Zeit, es gibt nur normal, schwer, Experte, reumütig. Aber es gibt jetzt doch Qual, Qual 2, Qual 3, Qual 4... Okay, ich kann schon mal announcen, auch für die Leute auf YouTube, ich werde sehr wahrscheinlich einen Non-Stop-Stream machen, sobald der DLC rauskommt, am 9. Oktober, beziehungsweise 8. Oktober, am 9. Oktober geht dann die Season los. Was das? Er ist voll am Updancen. Er ist überall am Updancen. Genau, was ich sagen wollte, wenn der DLC rauskommt und Season 6, werde ich eine Woche lang durchstreamen und sowas wie einen Sabaton machen. Wenn ihr da dabei sein wollt, auf jeden Fall auch Twitch abchecken. Die Klasse Geistgeborener ist nur in Vessel of Hatred verfügbar. Aber so wird das Ganze aussehen. Meint ihr, das wird auch so im Finale sein, dass sie nicht mehr am Lagerfeuer sitzen? Ah, guck mal, da geht's lang. Da geht's lang, Leute. Ich sag ganz ehrlich, scheiß auf alles. Das gucken wir uns natürlich als erstes an. Ich mach nur 100 Schaden. Ich mach nur 1000 Schaden. Ich mach normalerweise eine Million. Und meine Geisteskraft mag auch gar nichts hier. Hier, wir sind... Oh. Oh, was? Was? Zugriff auf dieses Gebiet? Was? Ich hab doch das DLC. Ihr werdet aus diesem unerreichbaren Gebiet entfernt. Okay, ich hab keinen Zugriff. Ich hab da noch keinen Zugriff. Schade. Kommt das noch? Was meint ihr? Gerade bin ich ein bisschen underwhelmed vom PTR, muss ich tatsächlich sagen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern... weil ich überfordert bin. Weil sich alles geändert hat. Die Werte... Ich bin Level 50 und habe keinen Zugriff auf mein Paragon-Board, deswegen bin ich auch voll scheiße. Es ist ganz... Okay, Level up. Es ist ganz gewöhnlich. Horde ist nicht PTR. Horde ist nicht in dem PTR, okay. Ganz, ganz knapp. Und Level 60 bzw. Level 201. Ganz spannend. Ganz spannend. Und jetzt seht ihr... Wie voll das jetzt schon wird, ne? Und es kommen noch 100 Paragon-Punkte dazu. Jetzt kommt man hier in die Grube, Leute. Alter, noch ein paar 60er hier, Freaks. So, betretet die Grube, indem ihr Runenscherben am Werkmeister-Obelisken in Kerriger ausgebt. Schließt die Grube erfolgreich ab, indem ihr den Dungeon-Boss besiegt. Verbessert die Paragon-Glyphe am erwachten Glyphenstein. Machen wir. Stufe 20. Ich habe gerade 200 Paragon-Punkte vergeben. Ich mache immer noch so wenig Schaden wie vorher. Also es ist ein ganz kleines bisschen mehr, aber... Ja, da wird die Also ich weiß... Ja, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt nochmal Millionen Schaden sehen werden. Keine Ahnung, das wird sich zeigen. Ob mit Glyphen 100 und... Neuer... Mit der erhöhten Gegenstandsmacht und so. So, lieber als Millionen. Ja, das sage ich auch. Also ich bin auch nicht so der krasseste Fan gewesen von Millionen und Milliarden Schaden. Vor allen Dingen, weil das so extrem zu diesem Schwanzvergleich geführt hat, was mir nicht gefallen hat. Das wird es bestimmt immer noch geben... Aber in einem anderen Ausmaß. Eure Triumphe in der Grube haben die Schwierigkeitsstufe Qual freigeschaltet. Ändert die Qual Schwierigkeitsstufen bei der Statue in Kyoberstadt. Schaltet höhere Schwierigkeitsstufen frei, indem ihr höhere Stufen in der Grube des Werkmeisters bezwingt. Okay, so schaltet man die höheren Qualstufen frei. Wenn du die bestimmte Grubenstufe erreicht hast, kannst du die Qualstufe erhöhen. Und hier ist jetzt der Glyphenstein, wo wir unsere Glyphen... viermal aufwerten können und oben steht Größe des Radius 4. Aufwertungschance 20%, 55%, was heißt das? Ah, guck mal hier, Aufwertungschance 100%. 5 Stärke, Purchase within Range. Ach, guck mal nochmal zusätzlich. Guck mal,
Nochmal zusätzlich oben für jeden Willenskraftpunkt und unten nochmal für jeden Stärkepunkt. Mehr Schaden, Dual-Wielding-Weapons. Immer Dual-Wielding-Weapons. Wie geht das? Glyphe aufwerfen. Aufwertung erfolgreich. Fehlgeschlagen. Erfolgreich. Erfolgreich. Ne, wir können jetzt die Qualstufe erhöhen, right? Also ob man jetzt noch Glück haben muss beim Leveln, was ein Müll. Ja und nein, wenn du höhere Gruben schaffst, dann nicht. Umso höher die Grube ist, umso wahrscheinlicher wird. Okay, wir versuchen jetzt hier mal die Weltstufe zu wechseln. Okay, Qual 1 freigeschaltet. Legendäre, einzigartige und mystisch einzigartige Gegenstände wird öfter fallen gelassen. Außerdem sind nun Gegenstände der Ahnen erhältlich. Das ist auf jeden Fall ein neues Gebiet hier. SOS, neues Gebiet. Neues Gebiet in dem Pit. Geil. Ob mir das gefällt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mal ein neues Gebiet. Meint ihr, das ist das Kurast-Gebiet hier? Es gibt ja nur noch 100 Pits. Also, wenn man es so wie früher denkt, 3 Pit-Stufen sind wie früher 6 Pit-Stufen. Also, das geht dann hier jetzt schon rasant hoch, ne? Level, 10 Level Unterschied von Glyphe zu Pit laufen. Ah, super, dankeschön. Das ist doch immer eine Aussage. 10 Level Unterschied zwischen Grube und der Glyphe gibt eine 100% Chance. Okay. Okay, gecheckt. Super. Das ist doch mal eine Aussage. Perfekt. Danke. Sweet ja den Dreh raus. Ja, man muss ja verstehen. Ich muss doch verstehen. Einmal verstehen, dann weiß ich's. Man muss sich ja voll. Also, ihr versteht das nicht. Ich bin ja. Mein Gehirn muss sich erstmal umpolen von Weltstufe 1, 2, 3, 4 zu. Es gibt 4 Weltstufen und dann nochmal 4 Weltstufen und muss erstmal drauf klarkommen, dass die 8. Weltstufe jetzt quasi Weltstufe 4 ist und alles davor ist Müll. Da muss ich erstmal mit meinem Gehirn geistig draufkommen. Das schafft meine Synapsen nicht so schnell. Da werde ich noch ein paar Tage für brauchen. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, um die neue Höllenflut zu verstehen? In Season 4. 55, okay. Es ist tatsächlich 10 Level höher. Wie cool, Alter. Ich finde das neue System cool. Okay, es ist tatsächlich so, dass du für alle Uber-Unix Runen brauchst. Für alle Uber-Unix brauchst du Runen und Gegenstandsmacht 800 ist das höchste. Hier haben wir das eine neue, mystisch einzigartiger Kopfschutz, fehlt der Name noch. Hier haben wir die neue Stangenwaffe, die übertrieben broken sein wird. Sleep Song, ah, komm, hier ist doch schon ein Name. PH, Here of Perdition, Sleep Song. Aber man braucht nur noch einen prächtigen Funken, keine 4 mehr. Nur noch einen prächtigen Funken, keine 4 Stück mehr. Wenn ich ein Uber-Unit kaputt mache, kriege ich dann immer noch einen Funken? Ja, man kriegt immer noch einen Funken. Das heißt, eins kaputt machen, ein neues bauen. Guck mal hier, Transformation Funken. Wir können hier bauen, aber nicht die neuen. Oh nee, man kann hier nicht die neuen schon bauen. Okay, also, man kann bei dem Schmied 4 prächtige Funken ohne Runen herstellen oder beim Juwelenschmied mit einem prächtigen Funken und mit jeweils 10 Runen. Ich würde mir jetzt mal einen Dumi holen, um genau den Unterschied der Werte zu sehen. 800 Gegenstandsmacht im Gegensatz zu 540 Gegenstandsmacht. Das ist der Unterschied zwischen einem 800 und 540er. Wie doll ändern sich jetzt meine Werte? Oh, Angriffsstärke verdoppelt sich. Guckt es euch an. Angriffsstärke verdoppelt. Rubine. Überwältigung, Stärke, Feuerwehrstand. Brauche ich halt gar nicht. Es gibt 9. Der ist neu. Großer Rubin. Das war früher das Größte. Gibt jetzt 9. Jetzt muss ich aber nochmal eben ein Dings machen, um zu gucken, ob sich das auch, ob man das spürt. Ja, mehr Schaden. Doch, doch, doch. Ob es jetzt. Ja, guck mal, 50.000. Okay, die Gegenstandsmacht auf allen Gegenständen, kann ich mir vorstellen, macht nochmal richtig viel aus. Für die maximale Schadensreduktion gegen Gegner der Stufe 60 ist eine Rüstung von 1000 erforderlich. Tatsächlich, 1000. Ein Schädel gibt 240. Okay, Leute, ich muss Feierabend machen. Ich muss auch noch 2 Stunden 20 Minuten jetzt schneiden. Und dann muss ich auch noch mal irgendwann pennen.